Seit Anfang April 2011 ist die Wohnungsgesellschaft Köthen Eigentümer des Krankenhaus Süd. Nachdem die letzten Patienten schon vor mehr als 10 Jahren im Oktober 2000 ins Kreiskrankenhaus umgezogen waren, wird seit einigen Wochen nun das komplette Gebäude abgerissen. Für das gewonnene Terrain soll ein Bebauungsplan erstellt werden, um es somit für die bauliche Wiedernutzung vorzubereiten. Es schließt direkt an das Gelände der Wilhelm-Kühl-Straße an, wo bereits vor einiger Zeit sanierungsunwürdige Bauten abgerissen wurden und nun das Krankenhaus Süd einer Wiederbesiedlung in diesem Gebiet noch im Wege stand. Das 1937 als Fliegerschule des Köthener Fliegerhorstes erbaute und unter Denkmalschutz stehende Gebäude wurde nach 1945 als Krankenhaus genutzt. Doch mit dem Krankenhausneubau in der Friederikenstraße im Jahr 1998 wurde das Krankenhaus Süd nicht mehr als medizinische Einrichtung benötigt und geschlossen. Das mittlerweile seit 10 Jahren leerstehende Krankenhausgebäude soll nach dem Abriss 11 Eigenheimen und einem Laubenganghaus mit 12 Zwei- und Dreiraumwohnungen weichen. Der Köthener Stadtrat muss dafür aber noch das Okay geben. Baurecht wird es vermutlich im Herbst geben. Somit entsteht im Süden von Köthen ein weiterer attraktiver Eigenheimstandort.